Hi liebe Leute, ich bin's wieder und ihr habt auch unter das letzte Bike-Check-Video von dem Nikolai geschrieben, bitte noch mehr Bike-Checks, und das sind natürlich jetzt Bikes, die kennt ihr aus den Videos. Hier habe ich jetzt mal das Hardtail von mir, ihr könnt es jetzt schon mal sehen. Natürlich ein sehr spezieller Aufbau, deswegen wird es bestimmt einige Hater geben, aber das ist mir egal, ich fahre es einfach halt so, weil ich es so gerne mag und weil es mir so gut passt. Und ich werde euch mal die Details zeigen und erklären. Das Hardtail, ich verlinke mal die Videos darunter, kennt ihr aus der einen Videoserie von 2017. Da bin ich mit meinen beiden Polygons gefahren. Andere zeige ich euch auch noch, das Fully, das Colossus. Womit ich auch das hohe Drops-Video gemacht habe und ein paar andere. Das Silberne. Und hier mein Hardtail. Das habe ich auch seit einigen Jahren jetzt schon. Ich habe es ein bisschen aufgerüstet. Ich fange vorne mal an. Also, es ist natürlich 26 Zoll. Und einfach weil das zu der Zeit halt normal war. Und ich habe sofort nachgerüstet die größere Scheibe. Da war eine kleine Scheibe dran. Ihr seht es jetzt mal hier. Bisschen hier mit den Pflanzen, direkt eine 200er Scheibe dran, 203 mm. Ganz wichtig. Federgabel habe ich so gelassen, sind relativ günstige Bremsen von Shimano, funktionieren aber gut. Und ich habe jetzt hier noch ein Detail, da kann ich ein Schutzblech dran machen. Auch ein bisschen oldschool, aber im Winter eigentlich gar nicht mal schlecht. Ein Marschgard würde vielleicht auch hier passen, aber ich habe die Schutzbleche von SKS, dann benutze ich sie auch. Kleine Details seht ihr immer hier, den Lack zu schützen. Jetzt kommt natürlich hier das Cockpit, was viele leicht verstören wird. Ich habe hier, weil ich die Sattelüberhöhung nicht mochte, eine Schaftrohrverlängerung und hier den SQ-Lab Lenker, weil ich einfach auf diesem Bike, mit dem ich eigentlich eher so entspannt fahre, mit den Hunden, Schotterwege, Touren mit meiner Frau oder mal bei einem Marathon, ich sitze da gerne entspannt, damit ich keine Rückenschmerzen kriege, nicht so gestreckt, ja. Das habe ich auch schon seit ich 2000 meinen ersten Marathon gefahren bin und 2001 am Gardasee dann auch den Marathon mitgefahren bin, dass ich eher mein Bike eingestellt habe, aufrechter zu sitzen. Also Geschmackssache, ja. Ganz simple Gabel, ich lasse auch immer offen, hier könnte ich es da zumachen. Schöner Aufkleber vom Fabius Magazine. Hier seht ihr schon den Schriftzug, das ist die Schaltung, die ich seit 2003 auch an einem anderen Rad fahre, die 14-Gang-Nabenschaltung. Das ist ja auch mein Winterbike im Grunde, deswegen macht es so super Sinn. Einfach, ja, einfach stressfrei, also da fahre ich einfach viel lieber als Kettenschaltung. Wenn ich im Sitzen Schläge bekomme, habe ich hier eine Parallelogrammstütze von Santur, die seht ihr hier. Die kann man auch aufs Gewicht einstellen, da fahre ich auch kein Hardtail ohne. Kettenführung habe ich hier nicht dran, weil ich damit keine ruppigen Downhills fahre. Ja, kurze Kettenstreben, auch relativ große Scheibe. Das ist im Grunde auch eine ziemliche Wheelie- und Manual-Maschine, auch mit hohem Sattel kann man damit schon manualen. Ja, Flat Pedals natürlich hier von Reserve immer gute dran. Und Flaschenhalter benutze ich zwar irgendwie nie, aber Sattelschnellspanner brauche ich nicht. Ich fahre damit auch Trails mit hohem Sattel, ist ja auch gut fürs Training. Ja, was soll ich dazu sonst noch sagen? Also, wird vielleicht nicht jeder mögen, das Fahrrad. Ich mag es gerne. Und es kommen noch mehr Bike-Checks. Also bitte jetzt mal schön haten an das Video. Oder wenn ihr sagt, ist doch gut, wenn der Marc sich so einstellt, wie er mag. Vielleicht habt ihr ja auch ein bisschen spezielle Sachen an euren Rädern. Könnt ihr ja mal drunter schreiben. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Ciao.